Ich erinnere mich noch gut an die Convention Gmunden 2015, die wirklich wow gewesen ist. Also das war so ein großartiges Erlebnis. Bulgarien am Incentive Trip, da zu sehen, wie der Lavendel geerntet wird. Oder das größte Highlight war die Reise 2018, so eine Incentive-Reise nach Utah. Für mich war das Erlebnis, wenn du in die Produktionshalle in Sizilien kommst, wo gerade das Mandarinenöl hergestellt wird und du einfach diesen Duft dieser herrlichen grünen Mandarine einatmen kannst und dich sofort frei fühlst. Die Lil Shepherd kommt uns entgegen, sieht mich und schreit da wirklich so am Gang: "Oh, my friend from Austria, Sabine und Harald." Und es war so berührend, ja, dass jemand, den wir erst einmal vorher kennengelernt hat, sich an unsere Namen erinnert und auf uns zugelaufen kommt. Und diese Herzlichkeit, die hat mich zutiefst berührt. Also das ist bis heute geblieben. Aromatatschu. Ja! Also, das ist nach wie vor noch immer etwas Besonderes. Dadurch, dass die Andrea das sehr viel angewendet hat und das ganze Haus nach den Ölen geduftet hat, war das schon super. Dr. Hill zu umarmen, Emily Wright, das war, ja, das werde ich nie vergessen. Die Philosophie von doTERRA ist die, dass wir nicht Märkte eröffnen und damit eine Möglichkeit geben, dass man dort hingehen kann, sondern eben doTERRA folgt den Leaders, die Aktivitäten in Ländern eben beginnen, sodass wir dann quasi den geschäftlichen Unterbau machen können, sodass die Supportstruktur damit eingerichtet wird. Und so war das in Europa. Vor knapp 10 Jahren habe ich damals bei doTERRA angefangen und bin über den Kundendienst zum Account Management gekommen und vom Account Management zum Sales Management. Und dann irgendwann wurde die Entscheidung getroffen, wäre es nicht vernünftig, dass wir vor Ort, also in Europa, doTERRA unterstützen. Und das war so 2015. Und wir hatten in dem Jahr eine Convention in Gmunden in Österreich. Und bei dieser Convention haben wir quasi bekannt gegeben, jetzt kommt doTERRA nach Europa. Im Sommer 2015 hatten wir 3 Familien von uns, die nach Österreich zogen und dort im Mondsee unser erstes Büro in Europa aufmachten. Und das waren Mary Smith, Christian Albrecht und meine Familie. Und das war eine wunderschöne Zeit, weil damit fing es an, dass wir wirklich dann auch lokal Unterstützungsstrukturen aufbauten. Das war sozusagen unser Ausgangspunkt. In Mondsee haben wir, von da aus haben wir im Grunde geschaltet und gewaltet für ganz Europa. Wir hatten alle unsere Aktivitäten, unsere Touren, Events hatten wir mit den Leadern gemeinsam geplant und auch durchgeführt. Und es war nicht selten, dass wir Events hatten, also Meetings hatten, wo wir die Einzigen waren, die dort waren. Aber das hat nicht lange angehalten, sondern eben in relativ kurzer Zeit waren es 20, 25, bis es dann dazu kam, dass die Meetingräume aus allen Nähten platzten. Also es war wirklich auch eine sehr aufregende Zeit. Aber andererseits war es auch fast genau wie vorher, weil wir mit den gleichen Leuten gearbeitet haben wie vorher auch schon. Es war schön, endlich in der gleichen Zeitzone zu sein, wie die Leaders, mit denen wir arbeiteten, die wir unterstützen wollten und mit denen wir den Aufbau gemeinsam unternommen hatten. Wir waren ja gerade mal 2 Monate ein Paar und ich habe ja vorher mit anderen Ölen gearbeitet und der Grizzly, der Hund, war ausschlaggebend. Der hat eine Verletzung gehabt mit einer Glasscherbe, hat er sich die Bänder durchtrennt. Das ist super operiert worden, aber eben der Ballen, der Verband ist nass geworden und dann ist vom großen Ballen die Haut runtergegangen und das ist nicht zugewachsen. Und er war ein halbes Jahr alt, Border Collie, der Hund, ja. Und den hast du einfach nicht ruhig halten können. Und er ist dann nur mehr auf 3 Pfoten gehüpft und es hat nichts geholfen. Und ich habe dann recherchiert und habe ein Video von doTERRA auf Facebook gefunden. Und habe mir gedacht, ja, die nächste Firma, die meint, sie haben bessere Sachen, aber ich mache mir meine eigene Meinung. Ich habe dann das Intro, also das
Family Physician Kit war das damals noch, bestellt. Und habe dann Lavendel und Weihrauch draufgegeben. Und nach einem Tag habe ich beobachten können, wie von der Seite her wirklich 1 Millimeter neue, dicke Haut gewachsen ist. Und nach einer Woche war es komplett so. Und das war für mich so, wow, was ist das? Das ist anders. Du hast mich noch eher belächelt, hast gesagt, ja, du Hexe, du so auf die Hand, was willst du jetzt? Ich habe zum ersten Mal vor 15, 20 Jahren Öle kennengelernt. Habe damit ein Riesenproblem gehabt, ich habe sehr starkes Kopfweh bekommen und habe dann gesagt, nein, das ist nichts für mich. Und wie die Sabine jetzt mit den Ölen gekommen ist, war ich sehr, sehr skeptisch. Aber die Öle haben mich dann überzeugt mit der Zeit. Die Öle sind über eine liebe Freundin zu mir gekommen, die Sabine Buchner. Hat mich damals angerufen und mir von den Ölen erzählt und auch ein bisschen so über die Geschäftsidee dahinter. Und ich habe sofort intuitiv mich dafür entschieden, mein erstes Starter-Set gekauft. Und das Wichtige oder das Besondere dabei war, ich wusste damals noch gar nichts von ätherischen Ölen. Es war wirklich ein Gespür, das ich hatte, die Öle mir wirklich geholfen haben. Das war sozusagen mein Aha-Erlebnis, wie ich gestartet bin. Und das war auch mein Weg, überhaupt mit den Ölen weiterzugehen, weiterzuarbeiten. Als Thomas auch angefangen hat, mit mir Vollzeit doTERRA zu machen, war, glaube ich, in Düsseldorf erreicht am Leaders Day, oder? Genau. Dort habe ich einfach so diese Stimmung gespürt und einfach gefühlt, dass es das Richtige ist, den Weg gemeinsam mit Dani zu gehen. Weil so können wir gemeinsam was Eigenes aufbauen und müssen nicht für jemanden anderen arbeiten. Und das ist, finde ich, die größte Motivation, hier etwas weiterzubringen. Für mich war das niemals das Geschäft, sondern für mich war das, die Produkte sind so gut, dass die Leute kommen sind und gesagt haben, sie wollen mehr wissen. Ja, also wir waren noch nicht in Österreich. Und ich habe schon längere Zeit beobachtet in dem Monat, da wird was passieren. Und dann bekam ich den Anruf von Mario und Sabine, wo sie gesagt haben, hey, guck mal in dein System, wir sind Diamonds geworden. Und das waren, also Mario und Sabine waren die ersten Diamonds in ganz Europa. Was nicht verwunderlich war in dem Sinne, weil Österreich war zu dem Zeitpunkt der stärkste Markt in ganz Europa. Also ein großer Meilenstein war sicher, wie wir Diamond erreicht haben. Weil das einfach auch so dieses, es war die Jahre vorher, was war das, drei Jahre vorher, es hat sich noch keiner vorstellen können, dass man mit doTERRA Diamond erreicht in Europa. Die Amerikaner sind rübergekommen, ja, die sind Diamonds und Blue Diamonds und Presidential Diamonds, aber in Europa funktioniert das überhaupt. Und wie ich schwanger war, gell? Wie ich schwanger war zu Lia, sind wir im September Diamond geworden. Ich kann mich noch genau erinnern, wie das gewesen ist. Ich bin am Telefon und Mario erzählt mir das, aufgelegt, rübergelaufen zu Dave Sterling, angeklopft, gesagt, hey Dave, wir haben unseren ersten Diamond in Europa und dann haben wir alle zusammen gefeiert. Also das war echt, echt cool. Das war so ein Meilenstein, was du dann wirklich gemerkt hast, dass in Europa geht es jetzt wirklich zack, 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 jetzt kommen die nächsten Diamonds und die Motivation steigt. Und das war einfach schön zum Anschauen und fürs Team war es natürlich auch motivierend. Diamond war eine lange, 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 lange Durststrecke bis dorthin und viel gelernt, viel erfahren, viel Fehler gemacht, laufend. Persönlichkeitsentwicklung, Herzblut und wirklich Weinen, Lachen, alles dabei war dann, als wir den Rang Diamond erreicht haben, heuer, nach 10 Jahren. Also Diamond zu werden, das war natürlich immer mein großes Ziel, mein großer Traum und es war aber immer sehr weit entfernt für mich. Und im März 2021 haben wir dann gesehen, es könnte sich ausgehen. Für mich persönlich, ich habe den Diamond erreicht, das für mich ganz, ganz ein wichtiger Meilenstein war. Einige der schönsten Erinnerungen, die ich habe, wenn ich auf die 10 Jahre Entwicklung zurückblicke, ist nicht nur allein natürlich der enorme Wachstum, den wir gehabt haben und haben, sondern insbesondere auch die Entwicklung der Menschen, die ich habe kommen sehen, also die bei doTERRA anfingen und dann eben quasi die Leiter zum Leadership eben Stufe für Stufe anstiegen. doTERRA ist Persönlichkeitsentwicklung und wenn man die nicht mitmacht, wird nichts weitergehen.
ich war in meinem Leben eigentlich sehr planlos, sehr aussichtslos. Ich habe nie so wirklich irgendwas gewusst, was ich machen möchte, in was für Richtung das mein Leben gehen soll. Das hat mir irgendwie gefehlt und irgendwie mit doTERRA habe ich so diesen Pioniergeist, dieses Warum und ein Ziel in meinem Leben wieder gehabt. Ja, das war, wo ich gewusst habe, okay, wenn mich das so begeistert und die Vision von doTERRA, von den Menschen, na, die Gründer, was für Vision die eigentlich haben, dieses Öl zurück nach Hause zu bringen, diese Eigenverantwortung der Gesundheit und was das auch kann, das ist nicht nur bla bla, das muss man teilen, ja, das gehört einfach rausgetragen und da, wir haben Energie gehabt ohne Ende und deswegen haben wir ja so Gas gegeben. Alles, was wir heute hier haben, das ist auf den Schultern der Leader entstanden, die damals aktiv geworden sind oder sich einschreiben lassen haben und immer noch aktiv sind. Wir waren zwar zu Beginn dieser Zeit im deutschsprachigen Raum, hatten wir keine Materialien, so wie es heute ist. Heute gibt es alles schon. Wir mussten vieles übersetzen und im Zuge dessen haben wir dann auch gedacht, wir müssen es besser machen. Wir müssen es besser anpassen für den österreichischen Markt, für die österreichische Bevölkerung, für die Menschen, die hier leben. Das ist anders als in Amerika. Und heute zurückblickend würde ich sagen, nimm das, was da ist. Und auch wenn es jetzt im Moment so ausschaut, als wäre es zu wenig, es ist genug. Genau das ist es. Es ist genug, es ist gut. Mach dir einen Plan und bleib dran. Und bleib dran und bleib dran. Du veränderst vielleicht nach 3-4 Monaten eine Kleinigkeit und dann bleib wieder dran. Es ist manchmal etwas wehleidig auf der einen Seite, weil das eine wunderschöne Zeit war mit den ganzen Herausforderungen, die wir hatten. Aber die Beziehungen, die wir geknüpft hatten mit unseren Pionieren sozusagen, mit den Leaders der ersten Stunde, sind halt wirklich bleibende Freundschaften, die sich entwickelt haben. Und genauso auf der anderen Seite bin ich total glücklich und stolz darauf, was wir gemeinsam hier aufgebaut haben. Da waren wir tatsächlich bloß zu dritt, also für ganz Europa. Und es ist eigentlich kaum zu verstehen oder nachzuvollziehen, wie das gegangen ist. Und heute haben wir ein Riesenbüro mit über 100 Angestellten in England. Wir haben ein Büro in München, das vergrößert werden muss, das aus den Nähten platzt. Wir haben ein Büro mit weiß ich nicht wie viel 100 Angestellten in Budapest, bloß 6 Jahre später. Wir haben eine Manufaktur in Irland, wo Öle abgefüllt und gemischt werden. Wir haben Versandhäuser in England, in Holland, in Polen und noch mehr, die kommen. Also es ist wirklich unglaublich, was sich in der Zeit getan hat. Was doTERRA für mich verkörpert, ist einfach, es geht um den Menschen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Das ist, wenn es dem anderen gut geht, geht es mir auch gut. Die Arbeit mit doTERRA bringt Wunder in mein Leben, auf jeder Ebene. doTERRA ist für mich Wachstum und Entwicklung. Also doTERRA bedeutet für mich, finde deine Passion, das, was dich ausmacht. doTERRA bedeutet für uns, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, über uns selbst hinauszuwachsen und auch anderen Menschen die Möglichkeit zu bieten, das Gleiche zu tun. Einfach doTERRA, eine Familie.